habe ich mein Gerät gewechselt. Es kann sein, dass die Auflösung nicht mehr die allerbeste ist vom Bild. Aber vielleicht wäre man vom Ton besser. Schauen wir mal, ob man schon wieder wer findet. So, da, die Ulli ist wieder da. Hallo. Dann frage ich gleich die Ulli, wie der Ton ist. Ist er nur immer so schlimm? Oder ist es jetzt besser? So, Ulli sagt, es ist besser, wunderbar. Die Karin ist auch schon wieder da. Dann schauen wir, dass sie unser Raum sozusagen wieder ein bisschen füllt. Ich habe jetzt einfach die Geräte austauscht. Wie gesagt, Bild ist da nicht mehr ganz so super, aber der Ton ist auf jeden Fall besser und genug sehen werden wir da. Genau, Collagenkunst. Sehr gut, das gefällt mir. Und ich werde auch wieder gefunden, nur noch viel besser. Ich habe euch gestern schon via Kartenquickie die Karten gezeigt, weil ich einfach auch mal zeigen wollte, dass man auch mit dem Stempelset zart und fein arbeiten kann. Und habe mich einfach beschränkt auf Weiß und eine Farbe dazu. Habe das tolle Pergamentpapier mit eingearbeitet. Da habe ich es sozusagen unter den Rand geklebt. Meine erste Variante war sozusagen nur ausgerissene Version. Das ist eben zart und heute werden wir tatsächlich in Farbe basteln. Und wir werden wieder mal Funfold machen. Das heißt, wir werden Technik einbauen. Danke Karin, freut mich voll. Wie gesagt, die werden wir heute nicht basteln, sondern die habe ich gestern schon gezeigt. Aber lasst sie so sicher auch wunderbar nachbasteln. Was ich euch noch sagen wollte, weil ja das Papier für manche ein bisschen schwierig ist. Ich finde, das Papier eignet sich wunderbar, um große Sachen zu machen, um flächige Sachen zu machen. Ich habe einfach meine Ordner mit dem Papier überzogen. Und da finde ich, kommt es total schön zur Geltung und da ist auch nicht zu laut. Von dem her darf man sich durchaus bei dem Papier ein bisschen schauen, anschauen, was für Projekte mache ich damit. Und dann kann man auch das wunderbar einsetzen, beziehungsweise werden wir uns heute noch was anschauen, wie wir also ein bisschen die Kraft aus dem Papier nehmen können, sagen wir mal so. Und bevor ich euch das sage, mein Bastelkit März ist am Start, wird 12,50 Euro kosten, ist bestellbar ab sofort bis am Montag, den 28. Das heißt noch eine Woche und zwei Tage. Bestellen ganz normal entweder via Mail oder per WhatsApp, Signal, wie es euch am leichten tut. Und wir werden eine Rahmengestaltung machen. Ihr seht schon, einen relativ großen Rahmen habe ich da. Und Rahmengestaltung allein geht ja bei mir natürlich gar nicht. Von dem her, hallo Gerhard. Von dem her wird der Rahmen aber Spezielles, was Besonderes haben. Ihr wisst sehr zukünftig Bastelkit und Premium Live basteln wieder live Zoom werden. Und auch jeder, der das Bastelkit sich sozusagen bei mir anschafft, ist eingeladen zum Zoom-Basteln mit mir und kriegt eine Videoanleitung und eine schriftliche Anleitung. Ja, ich bin die schriftliche Verbesserung von der Anleitung nur schuldig, die kriegt es aber nur. Aber das Video wird nicht mehr für alle sozusagen öffentlich sein, sondern tatsächlich nur noch für diejenigen, die mein Bastelkit erwerben. Von dem her freue ich mich, wenn es euch meldet. Zoom-Basteln ist, finde ich, eine total schöne, entspannte Geschichte. Man hat Gesichter zu den Händen, man kann sie unterhalten. Schön, die Ulli freut sich schon. Man kann sie unterhalten, man kann einmal Stopp sagen, man kann dort und da was nur einmal sagen. Also von dem her, ich freue mich, wer dabei ist. Jetzt aber wieder zurück zur Collagenkunst. So, ich habe zwei Projekte vorbereitet. Zum einen habe ich gesagt, wir machen eine Funfold-Card. Ich habe eine gesehen bei einer YouTuberin aus Indien und habe mir gedacht, ich rechne die einfach einmal um für meine Bedürfnisse und vor allem auch so, dass ihnen... Na mal, die Agnetta wird auch dabei sein, das freut mich sehr. Ich habe mir gedacht, ich rechne jetzt um, sozusagen damit es in unsere normalen Umschläge passen. Schaut von außen so aus. Also das ist mein Prototyp geworden. Schaut von außen so aus. Und wenn man es dann aufmacht, schaut das Ganze so aus. Nun ist es halt so,
dass diese Fläche mir dann zu klein war, weil ich mir ein bisschen verrechnet habe. Tschüss Uli, bis bald. Das heißt, ich habe das Ganze nur in die Hand genommen und nur ein bisschen umgerechnet. Jetzt schaut das Ganze so aus. Da denkt euch nur ein bisschen Deko-Designerpapier dazu. Da habe ich mir nämlich furchtbar verschnitten. Aber für einen Prototyp habe ich mir gedacht, genügt es. Und Ziel der Sache ist tatsächlich, ich mache auf, ich habe eine Bewegung drin, ich habe etwas, was mir entgegenkommt. Und ich habe in der Mitte wieder ein vollständiges Bild. Na, was sagt ihr? Habt ihr Lust drauf? Das würde ich gern mit euch basteln heute. Und wenn wir noch Zeit und Lust auf ein zweites Projekt haben, habe ich noch eine relativ einfache Karte mit Gutscheinfach vorbereitet. Nämlich eine, die nur auf einer Seite aufgeht, wo man dann auf die andere Seite einen Gutschein einstecken kann, der durchaus auch größer ausfallen kann, aber auch die Karten könnte theoretisch fast ganz verschwinden. Das heißt, wenn wir da noch Zeit haben, machen wir die auch noch. Starten da mal aber mit der Technikkarte. Tun wir meinen Schummelzettel aus. Und arbeiten du jetzt tatsächlich mit dem Designerpapier Collagenkunst. Und ich habe mir ein bisschen was vorgeschnitten, aber eh nicht viel. Als erster brauchen wir einen Bogen Farbkarton. Ich habe mich jetzt für einen Farngrünen entschieden. Ah, das freut mich, dass es euch gefällt. Sehr fein. Bastelt eigentlich wer mit mir? Habe ich noch gar nicht gefragt, gell? Also, die Frage aller Fragen, bastelt wer mit mir, damit ich weiß, wie schnell oder langsam ich basteln darf. So. Ich starte einfach einmal los. Mal schauen, wer mitbastelt, wann wer mitbastelt und ich werde zu schnell. Einfach Stopp schreien, Agneta bastelt noch. Das heißt, eine von meinen Stamm-Mitbastlerinnen fällt mir heute sozusagen aus. Ah ja, super, die Christina bastelt mit. Christina ist ja eins meiner kreativen Zaubermädels. Mein zuletzt eingestiegenes im Jänner. Und wer es der Christina gleich tun will, das sind jetzt auch eins von meinen Zaubermädels und die Silvia habe ich auch schon gesehen. Wenn es wer der Christina, der Sonja und der Silvia gleich tun will, hey, noch haben wir Celebration und noch könnt ihr das super Einstiegsangebot nutzen. Geht noch bis, ja, bis 28. Von dem her freuen wir uns total, wenn wir wieder mehr werden. Wobei, ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, ich bin Bastel-Oma geworden. Weil auch die liebe Michi, mein viertes von fünf Teammädels, hat ein eigenes Teammitglied jetzt. Und hat mich somit zur Oma gemacht. Und by the way, unsere liebe Daniela von die Wunderweltmädels zur Uroma. Ja. Also, ich nehme mir meinen Farbkartonbogen, lege an der kurzen Seite an, bei 10,5 und schneide mir nochmal in der Länge durch. Super, Hanneke. Dann werde ich einfach mal mit der dahin basteln und wenn wir zur zweiten kommen, werde ich versuchen, langsamer zu werden. Wir brauchen die ganze Länge und falten auf beide Seiten, also ziehen auf beide Seiten eine Falzlinie bei 7,4. Das heißt, ich drehe das Ganze um 180 Grad und falte auch von der anderen Seite bei 7,4. Also, da haben wir unser Farbkartonstück. In 10,5 mal A4 und wir falzen von links und von rechts bei 7,4. Das können wir uns schon mal nachziehen. Und somit haben wir unser Grundgerüst, unsere Basiskarte schon mal da stehen. Die schließt zwar nicht ganz in der Mitte, ich finde es aber nicht so tragisch. Ich habe mir gedacht, ich nehme möglichst gerade Zahlen. Ich hätte jetzt auch 7,45 nehmen können. Aber ich finde, das stört in dem Fall dann gar nicht. Tut sich eh jede Menge auf und in der Karten, von dem her lassen wir es so. Also. Und
Mit dem zweiten Farbkartonstück schneiden wir jetzt, langsam sprechen, schneiden wir uns jetzt ein paar Stücke zu. Das heißt, als erster schneide ich mir in Farbkarton, kürze ich mir auf 16 cm ein und auf 6. Das heißt, das Ding ist jetzt 16 x 6 cm lang und falze auf einer Seite bei 2. Drehen wir es um 180 Grad, falze bei 11,9. Da ist tatsächlich jetzt ein bisschen krumm, aber nur deshalb, damit sie das nachher schöner in ihre Form legt. Also 12 geht auch, aber dann muss man ein bisschen nachfalten. Deshalb 11,9 und bei 14. Das heißt, unser zweiter Streifen hat 16 mal 6, ist gefalzt bei 2, bei 11,9 und bei 14. Und den Streifen schneiden wir jetzt da durch, dass wir zwei Streifen mit 3 cm Breite haben. Die Falzlinien kann ich mir schon mal nachknicken. Es wird unser Mechanismus. Und dann braucht man nur zwei Stück Farbkarton in 5 x 12,5. Das heißt, die Stück, die ich überhaupt, kürze ich mir zuerst einmal auf 12,5 ein. Und da schneide ich mir zwei Stück mit 5 cm. Einmal, zweimal. Das werden die Streifen da herinnen. Das heißt, wir brauchen da nur ein Stück Farbkarton in 5 mal 12,5 und da brauchen wir zwei Stück. Und dann braucht man Designerpapier. Da brauchen wir jetzt ein Stück in 14 mal 10 und vier Stück in 7 mal 10, wovon da zwei ein anderes Design haben wie das da herum. Also ich schneide mir zwei Stücke in 7 mal 10 im selben Design wie das große und zwei in einem anderen Design. In dem Fall habe ich, wie gesagt, ein bisschen was habe ich vorgeschnitten. Ein Stück in 14 mal 10 und zwei dazu passende in 7 mal 10 und das schneide ich tatsächlich, der Monkey mir schneidet das so, dass das in einer Flucht geschnitten ist. Und jetzt schneide ich mir nur mal zwei Stückel zu in 7 mal 10 für außen. Da suche ich mir jetzt eins von unseren bunten Papieren aus. Und ich werde eh bei dem bleiben. Schneiden wir mal die Höhe von 10 cm und schneiden wir dann zwei Stücke mit 7 cm. Und jetzt kommt sozusagen mein Tipp, um die Farben ein bisschen gefälliger zu ordnen zu machen. Alles klar, Lotte. Ich schnappe mir jetzt das Pergamentpapier für Lagendesigns, das da dazugehört. Und ich suche mir eins mit einem weißen Ausdruck außer, Aufdruck außer. Und schneide mir da jetzt zwei Stücke zu, mit 10 cm Höhe, aber nicht mit 7 cm, sondern mit 8,5 cm Breite. Das heißt, die kürzen wir mal bei 20. Schneiden wir die Breite von
8,5 cm. Ihr könnt es auch breiter schneiden, aber mehr werden wir nicht brauchen. Hallo Gitta! Und dann teilen wir das bei 10. Beziehungsweise können wir vorher noch Falzlinien ziehen. Wie gesagt, 20 hoch, 8,5 breit. Und die ziehen wir jetzt links und rechts bei 7 mm auf Falzlinie. Circa. Nicht in Stein gemeißelt, nicht fest niederdrucken beim Pergamentpapier. Das ist ganz schnell kaputt. Und jetzt teile ich es bei 10, dass ich wieder meine Höhe von 10 cm habe. Das heißt, ich habe jetzt zwei Stückel in 10 cm mal 8,5, die ist links und rechts bei 7 mm gefalzt ist. Stimmt, Renate, das Pergamentpapier ist ein Träumchen. Jetzt ziehe ich mal ganz vorsichtig meine Falzlinien noch. Und werde mir mein Designerpapier verkleiden damit. Und somit ist das schon gar nicht mehr so laut, gell? Weil wenn ich die zwei jetzt nebeneinander lege, dann habe ich immer nur dasselbe Designerpapier, aber es ist viel, viel ruhiger und nicht mehr so bunt, nicht mehr so laut, nicht mehr so wild. Und somit kann ich auch das schöne Design vom Designerpapier mit ein bisschen zurückhaltenderen Farben verwenden. Das mache ich jetzt mit der zweiten Seite auch. Das ist mein Tipp des Tages quasi. Und den Umschlag mache ich deshalb, weil ja durchs Pergamentpapier quasi jeder Kleber zu sehen ist. Und wenn wir das jetzt so verpacken, quasi kleben wir es hinten an. Das machen wir jetzt gleich. Das könnt ihr mit Abrissklebeband machen, das könnt ihr mit Flüssigkleber machen, mit Fast Fuse, was euch in die Hände fällt. Generell klebe ich Pergamentpapier ganz gerne mit einem trockenen Kleber. Von dem her hätte ich gesagt, machen wir das jetzt auch. Ich schnappe mir meine Silikonklebematte und nehme in dem Fall im Flink und Fest den normalen. Nicht im Plus, also die müssen das da haben. Legen wir da aber mein Papier schon ein, weil wenn ich jetzt drüber rutsche, macht es nichts, weil sie sozusagen beides eine klebende Seite hat. Schlagen wir das einmal um und kleben wir dann die andere Seite fest. Da hätte ich sogar ein bisschen weiter rein gehen können mit meinem Pergamentpapier, mit dem Knick. Das knicke ich dann einfach nach. Von dem her da wirklich mutig sein. Und auch da fahre ich wieder so drüber, dass wenn es den anderen Teil trifft, das nichts ausmacht, weil es ja sowieso übereinander klebt. Das heißt, Nummer 1 ist schon mal fertig. Da vielleicht darauf achten, dass die Schrift auch in dieselbe Richtung geht wie das Papier. In meinem Fall ist es jetzt genau umgekehrt. Aber durch das, dass ich das weiße Design genommen habe, ist es jetzt gar nicht so schlimm. Und da schauen wir, dass wir es richtig machen. Das heißt, das drehen wir noch schnell um. Nein, das hätte sogar doch, müssen wir umdrehen. Sehr gerne. Es freut mich, wenn meine Tipps und Tricks ankommen. Weil ich denke mir, gerade mit solchen Sachen beschäftigt man sich öfter. Und wenn es dann die ein oder andere Lösung dazu gibt, ist ja auch nicht so schlecht. Ich bin auch froh über Lösungen. Und auch da ziehe ich mir meine Falzlinie ein bisschen weiter rein. Und kleben auch die Seiten fest. Und in Wahrheit können wir unser Designerpapier schon an der Außenseite von unserer Karten ankleben. Das heißt, die bringen wir gleich nur einmal einen Kleber auf. Aber ihr könnt es, wie gesagt, gerne mit Flüssigkleber kleben. Diese Kleberolle und ich wären gerade Freunde, von dem her, das müssen wir ausnutzen. Suchen wir da möglichst die Mitte wieder.
und kleben wir das Ganze fest. Und ich finde auch, dass gar nicht störend ist, dass das sozusagen jetzt locker da drüber schwebt, weil wenn ich das jetzt kopieren darf, kann ich ja da sozusagen reinfahren. Aber ich finde, genau das macht es auch ein bisschen aus. Und somit haben wir auch schon eine besondere Frontseite. Ah, das kleben wir auf, meine Werbung ist verschwunden. Apropos Werbung. Jetzt mache ich gleich mal Werbung in eigener Sache. Mich hat die letzten Tage ein bisschen was beschäftigt. Es gibt ja die ein oder andere große Demonstratorin, die sich immer so massiv beklagt darüber, wie viele Rechnungen nicht zum Schreiben sind und wie viel Buchhaltung nicht zum Machen ist. Und ich habe mir gedacht, ich bin eine kleine Demonstratorin, ich darf gern Rechnungen schreiben, gerne einmal eine mehr. Von dem her lade ich euch alle ein. Entlasten wir unsere großen Demonstratorinnen, die mit dem Rechnungen schreiben so sehr geplagt sind, und lasst lieber mich für eure Rechnungen herhalten und schreiben. Und nicht nur mich. Ich glaube, dass jede kleine Demonstratorin, die die Möglichkeit hat, eine Rechnung schreiben zu dürfen, sich darüber freut. Von dem her mein Aufruf, natürlich bestellt es gern bei mir, aber bestellt es sonst gerne mal bei einer kleineren Demo, unterstützt die. Wir haben echt zu tun, sozusagen im Dschungel nach oben zu kommen. Und auch wenn wir unter Anführungszeichen nur nebenberuflich Stampin'-Up-Demonstratorin sind, heißt das nicht, dass wir weniger Einsatz bringen, sondern zum Teil sogar mehr, weil ja wir nicht um 6 Uhr Feierabend haben, sondern wir machen das am Abend zusätzlich zu unserem Hauptjob. Auch ich habe einen Vollzeitjob. Genau. Daher mal Werbung in eigener Sache und ein Aufruf. So, irgendwie hat das einmal zusammengepasst vorher, gell? Also mein großes Teil kommt da in die Mitte. Nehmen wir es also so. Schaut, dass die Abstände passen. Und die kleinen kommen seitlich daneben. Und jetzt auch keine Angst vor solche Kleber haben. Die kleben auch nicht gleich. Da kann man durchaus nur ein bisschen hin und her rutschen, wenn man dann da ist, wo man hin mag. Niederlegen und flach drücken. Und dann klebt das Zeug auch. Wir sind noch nicht Best Buddies, aber wir werden Freunde. Ah, das streife ich mal fest. Und unser Grundgerüst steht. Nette Korken, aber kein Platz zum Einschreiben und weit und breit noch kein Mechanismus zu sehen. Weshalb wir uns jetzt wieder unsere Streifer hernehmen. Ich fange mit einem Streifen an und jetzt wechsle ich tatsächlich wieder zum Flüssigkleber, wobei eigentlich brauche ich gar nicht. Ich bleibe mal bei dem Kleber, da war auf meine 2 cm Lasche, auf die einzelne. Ja? Nicht auf die, wo wir zwei Teile haben, sondern die, wo wir wirklich nur das eine haben, bringe ich mal auf die Lasche wieder einen Kleber auf. Sollte ich vielleicht jetzt im Plus nehmen, damit das auch gut hält, weil da kommt der Zug drauf. Der zieht wieder zu viel. Der Vorführeffekt. Wo es übersteht, einfach drüber kloppen.
Und dann lege ich mir das Ganze, da kommt noch ein bisschen was drauf, damit das auch gut hält. Ich lege mir das Ganze mit der Klebeseite nach oben und ungefähr einen Zentimeter Abstand von unten da in die Kanten einer. Schau, dass das möglichst gerade rum geht. Und mache einfach einmal zu. Öffne mir das Ganze wieder und bringe jetzt da einen Kleber auf. Das heißt, ich kann mir da meine Silikonmatte dazwischen legen oder Flüssigkleber verwenden. Falte mir jetzt das Teil, wo ich den Kleber aufgebracht habe, nach hinten und lege es einfach wieder flach her. Und dasselbe machen wir oben auch nochmal. Ja, das ist eine Stampin' Up Silikonmatte. Schau da gerne nach. Ist im Jahreshauptkatalog. Und ist nicht nur zum Kleben super, sondern auch zum Stempelabdrücke spiegeln. Da haben wir es auf Seite 167 im Jahreshauptkatalog, die Nummer 8. Die Bastelunterlage aus Silikon ist es um 7,50 €, Artikel Nummer 127853. Dann nehmen wir es gleich wieder her, unsere Bastelunterlage aus Silikon, und bringen wieder auf die eine Laschen Kleber auf. Ich habe gesehen, wenn man mit dem starken, flink und fest an der Kante anfängt, kann es sein, dass man in Farbkarton ein bisschen zerlegt. Von dem her lieber in der Mitte anfangen, einmal ausstreifen und dann sozusagen von der Mitte nochmal in die andere Richtung. Dann hat man das auch alles gut beklebt. Falten wir wieder den Überstand ein und legen wir es jetzt oben auf die andere Seite. Wieder mit ca. 1 cm Abstand zum Rand. Da einer, schau, dass ich gerade bin. Und wenn das passt, mache ich meine Karten zu. Drehen wir das Ganze um, legen wir wieder meine Matte ein und bringen wir auch da wieder einen Kleber auf die letzte Lasche. Klappt man meine klebende Seite wieder ein und klebt das Ganze ganz flach nieder. Hallo Denise! Ja, die Agnetta kann die Matte auch wärmstens empfehlen, das verstehe ich. So, wenn ich jetzt zuglaube, seht schon, die Dinge bewegen sich. Und jetzt kann es tatsächlich sein, wenn man da jetzt nicht die 11,9 cm genommen hat, sondern die 12 bei der Falzkante, also die da, dass man da noch ein bisschen nachstreifen muss, aber so legt sich das jetzt wunderbar dahin, wo es soll. Und da werden wir uns jetzt unsere Kattel aufbringen. Das heißt, die fangen wieder bei einem an und jetzt wechsle ich tatsächlich zum Flüssigkleber. Ich bringe mal auf die gesamte Fläche da herum. Bis zur Falzlinie und der Kanten bringe ich mir Kleber auf. Jetzt mache ich mir das auf. Jetzt orientiere ich mich quasi am Designerpapier. Ich habe da 2,5 mm Rand, was sich durchs Zuschneiden ergeben hat. Und orientiere mich jetzt unten an der Kante vom Designerpapier und schaue, dass ich da Stoß auf Stoß bin. Das heißt, das ist meine Kante, wo auch meine Kante sich da auflegt. Und unten schaue ich, dass ich möglichst gerade an der Designerpapierlinie entlang komme. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. Das heißt, ich bringe wieder Kleber auf. Zwischen Falzkante und meinem Seitenteil. Legen wir es wieder da an der Kante an und orientiere mich wieder
an der Kante vom Designerpapier. Und streif gut fest. Ihr seht, die Karten geht zu, die Teile bewegen sich und es steht sich nichts im Weg. Und das, was jetzt eigentlich das Spannende daran ist, ich kann mir jetzt das Teil in der Mitte nochmal ausmessen. Das heißt, genau den Abstand, wo sie die zwei überlappen, das sollten ja genau 6 cm sein. Dann bleiben wir da noch 6,5 cm und da schneide ich mir jetzt nur mehr Flächen zu. Das heißt, ich schneide mir, entweder ich habe ein schönes Designerpapier, das ich in der Mitte habe, dann schneide ich mir ein Designerpapier. Ich werde mir jetzt einen grundweißen Farbkarton zuschneiden. In mal 6 cm. Den werden wir uns bestempeln und wenn wir dann fertig sind, schneiden wir ihn bei 5 cm durch. Und dann brauchen wir nur 2 Stück in 6,5 mal 5 cm. Ah ja, Cora, ich glaube, dass das gut geht, Deckeln aufmachen. Hat man ein wenig mehr Grip, gell? So, einmal Farbkarton in Grundweiß, bitte. Sechs mal zehn. 10 mal 6. Das Teil werden wir uns dann gleich bestempeln. Und 5 mal 6,5. Da haben wir noch Platz für eine kleine Botschaft oder für einen Stempelgruß. So, ich hole mir jetzt da ein paar Stempel raus. Ein Blättchen haben wir da noch. Und jetzt werde ich ein bisschen die Farben aus dem Designerpapier aufgreifen. Das heißt, wir fangen an mit Papaya und stempeln da ein bisschen im Hintergrund. Das stempelt ihr ja vorher ab. Falls ich da noch mehr brauche, kann ich mir das jederzeit nur weiter stempeln. Dann nehme ich mir das Farbengrün und stempelt mir mein großes Blatt ein. Auch das stempel ich einmal ab, nachdem ich vorher sozusagen außen abgesoftet habe mit dem Pergamentpapier. Schauen wir, dass wir da nicht zu kräftig werden. In Aventurin nehmen wir noch das Monstera-Blatt. Nicht vergessen, Aventurin wird auslaufen. Ich schätze, dass wir mit Ende März spätestens die Auslaufliste kriegen für den Jahreshauptkatalog. Und dann sind die Incolors, wo das Aventurin dabei ist, sind dann weg. Von dem her, wer es noch sichern will, nicht warten, sondern jetzt. Und dann werde ich jetzt ein bisschen kräftiger in der Farbe und setze noch ein paar von den Herzerlblätter in Lodengrün ein. Aber nur so ein bisschen am Rand. Und da darf es ein bisschen einstupseln. Genau.
Und weil mein Monstera Platz so nicht lassen mag, nehme ich mir noch mein Stampin' Blend in Dunkel Aventurin und färbelt mir das ein bisschen aus. Das passt farblich ganz gut dazu. Ist ein Kann und kein Muss, das ist nur, weil ich ja ein flächiges Bild haben will. Da mache ich auch keine Wissenschaft draus, sondern wirklich so, dass das Bladl ein bisschen Farbe hat. Beim Ausmalen verstummen wir aber leider so ein bisschen, gell? Aber das war die Gelegenheit, dass ihr mir was verzählt. Wenn auch nur schriftlich. Wie gefällt es euch denn dabei, mein Projekt? Das ist für mich so ein Paradebeispiel, dass man die Welt nicht immer neu erfinden muss, sondern durchaus einmal was Bestehendes nehmen kann und verändern kann. Und dann kommt wieder ganz was anderes dabei raus. Die Karin sagt echt bärig. Da wissen wir, wo es her ist, die Karin. Auch ein Wunderweltmädel. Auch viel in Kontakt mit der Daniela. So, mein Motiv passt soweit. Ich lasse es so. Schneiden wir es nur noch in der Mitte auseinander, bei 5 cm. Vielleicht auch so, dass ihr es seht, auch, gell? Und jetzt schaue ich, dass ich das möglichst passgenau da mal an die Kante klebe. Das heißt, ich orientiere mich da an der Außenkante. Da ist er. Hallo Elke. Elke, ich zeige das gleich. Ich bin schon im Endspurt mit der ersten Karte. Und somit wirst du gleich sehen, woraus es gibt. Generell arbeiten wir mit der Collagenkunst heute. Und machen zwei Projekte. So, das heißt, ich setze da an der Kante an und nachdem das ganze Ding genauso hoch ist wie mein Streifen, müsste das Plan an der Kante abschließen. Und meinen zweiten Teil klebe ich genau drunter, richtig rum. Und somit ist mein Bild wieder komplett. Ja, du bist voller dir. Jetzt habe ich es erst recht verkehrt aufgepickt. Mein Gott. Gut, dass es nicht gleich klebt. Aber jetzt. Jetzt ist es wieder komplett. Und jeweils links bzw. rechts von meinem Bild klebe ich mir jetzt noch ein grundweißes Stückchen hin und kann da noch meine Geburtstagsgrüße einschreiben, meine Glückwünsche, meinen Dankesgruß, was auch immer. Und man kann natürlich da herinnen auch einen Gruß stempeln bzw. sie auf die Außenseite von der Karten nur ein Etikett draufbauen.
eine Grußbotschaft sozusagen hinterlegen. Oder, jetzt sage ich das schnell nochmal bei meinem Prototyp, beim Proto-Prototyp, nämlich bei dem da. Ich kann natürlich da auch einen Geburtstagsgruß einschreiben. Aber meine Karte ist soweit fertig. Ich werde da vielleicht noch im Anschluss noch einen Gruß aufbringen. Aber so schaut es aus. Wieder mal eine Funfold-Karte. Mit Effekt, mit Technik. Ich habe die gesehen, ich habe die voll super gefunden. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Und jetzt, hätte ich gesagt, richten wir uns über Projekt Nummer 2. Die legen wir mal zur Seite. Und das wird wirklich eine schnelle Nummer sozusagen. Projekt Nummer 2 ist ja diese Gutscheinkarte da, wo man da einen Gutschein reinsteckt. Das heißt, ich brauche wieder einen Farbkarton. Ich werde jetzt wieder einen Lodengrünen nehmen, weil mir das recht gut gefällt. Brauche in einem ersten Schritt eine normale Grundkarte. Das heißt, ich schneide mir ein Stück Farbkarton bei 14,5 runter. Machen wir eine Falzlinie bei 10,5. Stellen wir das Ganze nochmal auf. Legen wir es bei 6 cm ein. Ah, Hanneke, bist du noch da? Jetzt wird es zum Basteln. Jetzt hätte ich es mal übersehen. Ich schreibe nochmal schnell die Masse auf. Was nehmen wir jetzt für Farbe, damit wir es ein bisschen abheben? Nehmen wir blau. Also, ich brauche ein Stück Farbkarton in 21 mal 14,5. Ich mache eine Falzlinie bei 10,5 und schneide dann bei 6 cm bis zur Querfalz hoch. Hanneke, ich nehme immer 14,5. Weil man mit den Aufleger leichter tut. Wie gesagt, dann lege ich es bei 6 cm an und schneide aber nur bis zur Querfalz hoch. Hallo Monika! Lege ich mal kurz zur Seite. Ziehe mir dann meine Falzlinien noch und schaue da, dass ich wieder gut gerade bin. Mein Schneidebrett ist ein bisschen außer Rand und Band, das heißt, ich werde mir da jetzt einen Millimeter nachschneiden. Das ist wieder der Vorteil von unserem Schneidebrett. Es schneidet wunderbar ganz dünne Sachen auf. Hanneke, wie schaut es aus? Schaut es bei dir auch so aus? Wenn es so ausschaut, dann nehmen wir uns einen Flüssigkleber. Ich nehme da meine feine Tülle. Nehmen wir jetzt dieses 6 cm Stück und bringe am Rand außen einen Kleber auf. Und dann falte ich wieder zu und die gibt den ganzen Zeit, das anziehen kann. In der Zwischenzeit schneiden wir uns das Designerpapier zu. Das heißt, wir brauchen ein Stück Designerpapier in 10 x 5,5, ein Stück in 10 x 8. Und was ich bei dem zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir von den 10 cm nur so ein Streifen genommen,
Das heißt, ich brauche ein Reststückel in 10 mal zwischen 0,8 und 1,5, was halt daherkommt. Was ich gerade parat habe, das ist aber ein Kann und kein Muss. Dann brauche ich noch ein Stückchen Flüsterweiß in 10 mal 8,3. Ihr seht, das mache ich ein bisschen breiter wie das Designerpapier oben. Also 10 mal 8,3. Und dann brauchen wir noch ein paar Reste, damit wir stanzen können. Aber das schauen wir uns gleich an. Vorher haben wir Designerpapier zuschneiden. Da suchen wir uns wieder ein nettes Papier aus, das sich bei mir verabschiedet hat. Da ist es wieder. Das wird mir zu dunkel. Wir nehmen das da wieder. Das heißt, ich schneide mir einfach mal einen Streifen in 10 cm runter. Ich komme euch wieder entgegen. Ich brauche ein Stück in 5,5. Und ein Stück in 8. Und nehmen wir dann noch so einen kleinen Streifen dazu. Oft hat man ein Reststück. Nehmen wir jetzt von der Seite, weil da tut es ein bisschen mehr. Und brauche wieder mal Grundweiß. Schauen wir, ob sich das ausgeht. Ja. 10 von der Höhe haben wir noch. Und 8,3 habe ich gesagt. Da stempel ich mir einen Gruß ein. Hallo Susanne. Ich tue einen lieben Drücker rein. Den kann man immer brauchen. Und den stempel ich mal in Notengrün rein. Da dran denken, da kleben wir ja noch einen Streifen rein. Und dann richten wir uns schon wieder übers Kleben. Fange ich gleich mit dem Streifen an. Kleben wir da ganz an die Kante den Streifen her. Der darf sozusagen das Innere ein bisschen auflockern. Und klebt mir dann auch gleich mal das Teil in meine Innenkarte ein. In die Innenseite meiner Karte ein. Das ist für mich so eine Karte, wenn ich schnell ein Geschenk brauche und weiß, ich will einen Gutschein verschenken. Der ist so wunderbar eingepackt. Und es macht ein bisschen was her. Dann nehme ich mal 8 mal 10 cm Stück vom Papier, klebe das auf die bewegliche Lasche oder Klappe.
am besten in die Mitte. Ihr seht schon, es ist ein Grund, warum ich gerne mit anderen Kleber arbeite. Und das Stück bringe ich mir jetzt auch noch an. In dem Fall schaue ich ja, dass das gut zusammenpasst wieder. Und das bringe ich mir auf die unbewegliche Klappe auf, die dann keine Klappe mehr ist, sondern eine Lasche. Schau, dass ich wieder möglichst gerade werde. Und streift mal das Ganze fest. Jetzt brauchen wir unsere Stanzteile und die Stanz- und Prägemaschine. Mal ein bisschen Platz machen. Nehmen wir wieder einen lodengrünen Farbkarton, da brauche ich aber ein kleineres Stück. Und zwar so groß, dass ich das Teil rauskriege und dass ich dieses filigrane Monstera-Blatt rauskriege. Und eine Metallicfolie brauche ich dann noch. Da schwirrt auch noch ein Blatt umeinander. Bei der Metallicfolie ist es so, dass das Monstera-Blatt ausgehen muss. Ich habe da noch ein Messing, das kommt man auch nehmen. Cool. Aber wie gesagt, da nehmt ihr das, was euch gefällt. Ob Gold oder Silber oder andere Metalliktöne. Haben wir ja jetzt wunderschön. Schön Jade und Marineblau, das passt aber gerade nicht dazu. Das heißt, ich bleibe bei dem Messing. Stanzteile gehen durch die Mini. Nehmen wir eine weiße Platte, eine Acrylplatte. Dann mein Papier und Stanzteil. Und eine zweite Acrylplatte drüber und zisch da gleich mal durch. Also jetzt gerade erst gelesen, Susanne, es schaut nach Mathe aus. Nein, es schaut einfach nach Carinas Bastelchaos aus, die irgendwo Masse aufschreibt. Ein bisschen Mathe haben wir vorher gemacht, bei der braucht man nicht mehr viel Mathe. Da müssen wir nochmal drüber. Das hat es nicht ganz genommen. Wobei das geht. Die Teilchen noch auszulösen. Da haben wir noch eines. Und das Monstera-Blatt. Da tue ich mir die Teilchen außer und heben es aber auf. Das heißt, die schmeißen wir nicht weg. Und dasselbe Blatt stanze ich mir eben aus dem Metallikarton nochmal aus.
Und auch da gilt, das Innenleben nicht wegschmeißen, sondern aufheben. Und dann haben wir Putzle bauen. Das Gerippe, nenne ich es jetzt einfach einmal, löse ich mal vorsichtig aus. Da lieber Zeit lassen, bevor man was abreißt. Und jetzt tue ich in mein goldenes oder messingfarbenes Gerippe, tue in mein lodengrünes Innenleben eine. Das lässt sich wunderbar eindrucken, das hält da recht gut. Und umgekehrt im lodenfarbenen Gerippe passe ich mein Messing, mein Metallicpapier Innenleben ein. Und jetzt entscheide ich mich, was mag ich denn da drauf haben? Mag ich es lieber so haben? Finde ich, schaut ja super nobel aus. Oder mag ich es lieber so haben? Und in dem Fall nehme ich tatsächlich das. Bevor ich das festklebe, nehme ich noch meinen Wink auf Stella und beglittert das Ganze ein bisschen, dass das sich unserem glänzenden Blatt ein bisschen anpasst. Theoretisch könnte man da den Rand auch beglittern, lasse ich aber jetzt, weil das glänzt eh so sehr. So, schauen wir das wieder an, wie ich es herhaben mag. Überlegen wir, mag ich das drüber oder drunter kleben, das heißt, ich kann es entweder so haben oder ich kann es so haben. Ich glaube, wir machen das feinere Blattal drunter. Das heißt, ich schaue mir das an, wie weit steht denn das über meine Linie drüber. Können wir nur ein bisschen weiter rausgehen. Und darf jetzt nur auf der Seite Kleber aufbringen. Weil wenn ich auf der anderen Seite Kleber aufbringe, dann klebe ich mir das Ganze ja wieder zu, was wir ja nicht wollen. Und wenn mein Kleber nicht rausgeht, klebe ich gar nichts zu. So, nehmen wir den da, geht genauso. Klebe ich mir fest. Und bei dem tue ich jetzt gar nicht lang um, nicht festkleben, nicht doppelt verkleben hinten, sondern ich schaue tatsächlich, dass ich über beide Papiere einen Kleber drüber bringe. Der Bruno ist schon wieder mit dem Holz arbeiten, wie man hört. Und platziere mir das dann so drauf, wie es mir gefällt. Legen wir jetzt schnell das Blatt drüber und drucke es fest. Und durch das, dass ich jetzt über mein Skelett hinten und über einen Glanzkarton einen Kleber angebracht habe, hält das auch so. Das heißt, das muss ich nicht vorher großartig verbinden, sondern das hält jetzt auch so. Und für das da werde ich mir auch noch was einfallen lassen, weil das schaut, also dieses Lodengrün mit Gold schaut super spitzenmäßig aus, oder? Ist aber jetzt nur der Nebendarsteller, weil Karte Nummer 2 mit Gutscheinfacherl. Wo ist denn meine Vorführkarte? Weg. Habe ich es da noch drinnen? Ja, genau. Ich kann jetzt die Karten so einschieben oder so einschieben. Ganz egal, ich kann es zumachen, ich kann es verschicken, ich kann es mitbringen. Ist soweit fertig. Durch unser filigranes Stanzgeteil bewegt sich ja irgendwas auf der Karte. Und dann haben wir natürlich noch unser wunderschön abgedämpftes Designerpapier mit einem Funfold-Effekt.
In Tasien arbeite, ganz genau. Meine lieben Damen und Herren, das war's für heute. Lege ich jetzt nur die Karten von gestern dazu. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr denkt an mein Bastelkit des Monats März. Nicht vergessen, Celebration ist in einer Woche vorbei, in gut einer Woche. Einsteigerangebot ist dann auch vorbei. Und die Möglichkeit für Gratisprämien. Also wer noch bestellen mag, meldet sich bitte gerne. Habe ich eh schon gesagt. Wir wollen ja unsere großen Demos ein bisschen entlasten mit Rechnungen schreiben. Von dem her lasst lieber uns Kleinen die Rechnungen schreiben. Wir freuen uns. Ich freue mich, wenn es noch bastelt, wenn es mal eure Werke auf Instagram zeigt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Tschüss, Baba. Ja.